Wenn ich tot bin, werde ich ein Baum. Wie der da. Lass dir schon mal Blätter wachsen. Hier ist ja schon die Gruft. Willkommen in meinem Reich. Sehr witzig, Herr Friedrichs. Ein paar Sonnenkerne gefällig. So, Zeit fürs Abendessen, die Herrschaften. Frau Kaiser. Alles Warten ist Warten auf den Tod. Na, da gewöhnen Sie sich schon mal ans Warten. Die Tage wird nicht mehr so früh gestorben. Was ist denn nun mit Robert? Herr Friedrichs? Was soll mit dem sein? Sag bloß, dir ist entgangen, wie sehr um deine Aufmerksamkeit buhlt. Ich bin verheiratet. Verwitwet! Außerdem ist er penetrant und geschmacklos. Du solltest dich wirklich mal entspannen, Liebes. Mich so verloddert auftakeln wie du? Könntest du dir ja vielleicht mal eine schickere Brosche zulegen. Wäre ja schon mal ein Anfang. Pass mal auf, du weißt genau, was die mir bedeutet. Dass du dir Vergangenheit nachhängst. Ja. Übrigens will ich heute Abend noch mal ausgehen. Brauch Begleitung. Frag Marianne. Die schickt dir ein Zivi. Brauch kein Zivi, ich brauch keinen Aufpasser. Brauch Gesellschaft. Eine Freundin. Du kannst natürlich auch schon mal anfangen, langsam zu vermodern in deiner Gruft. Na schön. Aber nicht wieder so eine Seniorenveranstaltung und alles in beige. Versprochen. Sie sind wirklich sicher? Mein Enkel arbeitet da. Doch gar kein. Vielen Dank für die Fahrt. Keine Ursache. Ich wünschte, meine Eltern wären noch so gut. Hey, Drago, pass mir auf die beiden Ladies auf. Hm? Und grüß Susi von mir. Selbstverständlich. Grüß dich, Drago. Ganz herzlich. Schönen guten Abend. Frau Bergner. Grüße Sie. Begleitung? Ja, meine Freundin Christine. Christine, Drago. Ja. Schön. Kathi! Christine! Komm, komm, Kleine. Komm. Hier beißt sich keiner. Komm. Ist Mocker heute Abend da? Ist da, Frau Bergner. Prima. Danke. Hi, Mocker.
Was für ein Glück. Dein Lieblingsplatz ist heute frei. Prima. Danke. Darf ich dir meine Freundin vorstellen? Christine. Es ist mir eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Und? Was darf es denn heute sein? Zwei Master Blaster. Wir wollen auch mal wieder Sex haben. Und da sagt jetzt die Oma, pass auf, du weißt, ich hab so ein Kreuz. Und da sagt er, gut, Oma, dass du das sagst. Ich hätte an der alten Stelle gesucht. Zwei Masterblaster, bitte. Ja, zwei Masterblaster. Oder nee, nur ein. Ich bin im Moment auf Tyramol, Zyankali oder wie das heißt. Also ein. Ich wusste gar nicht, dass du Psychopharmaka nimmst. Was für Macker? Psychopharmaka. Ey Marc, wo kommen das die Backflammen? Dann vergnüg dich mit was Frischem. Darf ich vorstellen? Christina und Eva. Die Damen. Und das hier ist eine kleine Nettigkeit. Um das mit Frieda zu halten? Scheiß auf morgen, Prost. 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 Weißt du was? Marco, ich wollte schon immer mal nach Südafrika. Ups, vielleicht wird's ja dieses Jahr was. Meinem Albert war das immer zu warm. Mensch, mach doch. Du, ich hab da einen Cousin, der wird sich sicher gut um dich kümmern. Junger Mann, wenn sich irgendeiner kümmert, dann bin ich das, ja. Erzähl doch noch ein bisschen was von Südafrika, bitte. Christine, ich glaube, wir müssen uns langsam auf den Weg machen. Ist doch nur noch die eine Geschichte. Wisst ihr was, Mels? Ich habe eine tolle Idee. Wie wäre es denn, wenn wir euch nach Hause fahren und Marco erzählt Tini seine Geschichte auf der Fahrt? Tini, Tini, das will ich mir merken. Abgemacht, Marco. Mota, meine ich. Oh, Tini, ich hab's ja gehört. Ich bin stockbissig. Ja, mal hier auch. Ich bin schon, danke. Danke. Oh, danke. Weil ich komme mit der Stufen, da sind Stufen. Das nehme ich mit mir auf. Tschüss, Espresso. Thank you.
Mal weit, mal wieder. Danke für das Abenteuer. Morgen, meine Damen. Brauchen wir eine extra Einladung? Frühstück! Morgenstund hat Gold im Mund, Frau Bergner. Frau Bergner. Frau Bergner? Was guckst du denn so blöde? Mach mal! Kannst du übrigens Tini zu mir sagen? Wie? Oh.